Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den Ursuse 1224 bis 1614 in der Version 2.0 an. Credits müsst ihr auf der Homepage nachlesen, die Namen sind mir too high zum Aussprechen. Ansonsten findet ihr das Ganze in der Kategorie mittelgroße Traktoren. Standard-Setup 30.000 Euro Anschaffung, 1530 im Leasing. 120 PS Leistung, 130 Liter Diesel, 36 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Felgenfarbe könnt ihr in vielen Farben ändern, Designfarbe in 3 und die Hauptfarbe in Your Lego Mio in vielen. Ja, in sehr vielen. Sieht zwar fast irgendwie alles gleich aus, hat aber dann doch sein Unterschied. Ansonsten haben wir 5 Config-Möglichkeiten, Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Motorausführung und Frontladeraufbau. Reifenhersteller standardgemäß Trelleborg, Mitas und Michelin. Trelleborg Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Pflegebereifung und Standard. Mitas Standard, Breitreifen und Standard. Und Michelin Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten und wiederum Standard. Design, seht ihr schon, das ist nicht wirklich umsetzt. Betznjatske, also so wie es halt hier aussieht, ich würde mal fast sagen Standard. Dann vorne mit Gewicht, ja, hier gar nichts, dann Gewicht. Dann Dreipunktaufnahme in dem Fall, dann wiederum gar nichts. Also entweder gar nichts, Gewicht oder eben Dreipunktaufnahme. Dann haben wir hier Blaniski Dach, also normales Dach. Dann haben, nee, das wollte ich nicht, danke. Dann haben wir ein, ja, Grubi-Dach, ein etwas höheres, wo auch Lichter mit drin verbaut sind und Ursus draufsteht, ein bisschen verdreckt. Dann haben wir noch zusätzliche Halogenscheinwerfer, wie das aussieht. Dann haben wir neben den normales Dach mit diesen Halogenscheinwerfern. Dann haben wir wiederum in Maska Blaliski und ja, ihr seht, es ist schwierig, wenn es, also das ist ja standardgemäß, ist schwierig, wenn es nicht übersetzt ist, man kann sich das halt nur zusammenreimen. Zur Motorausführung standardgemäß 1224, also 120 PS, 146 PS, 155 PS, 160 PS und das war's. Ihr seht, es ändert sich auch je nachdem, aus welcher Einstellen der Auspuff und was noch lobenswert ist, auch hier die Zahl ändert sich vorne im Motorbereich. Frontladeranbau, ja oder nein. Und das war's. So, gucken wir uns das Ganze mal in-game an hier. Da komplettes Standardding. Wir haben hier Ursus 1224. Muss ich mal loben. Die Texturqualität hier bei Ursus und der Zahl, die ist top. Reifen kann man lesen. Felgen sehen gut aus. So, vorne auch nochmal Ursus. Beide Lichter. Passt auch wiederum. Hier Warnhinweis im besten Polnisch, würde ich fast mal behaupten, ist das. Kann man auch lesen. Ist auch okay. Hinten, Heckbereich. Boah. Soweit auch okay. Lichtanlage kommt leider zu. Der Innenraum. Der Sitz ist ein bisschen verwaschen, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Die Decke sieht interessant aus, muss ich gestehen. Aber auch mal was anderes. Das hier vorne, weiß nicht, ob das ein Haltebügel sein soll oder so zum Ein- oder Aussteigen, habe ich so in dem Sinne noch nicht gesehen. Sonst Lenkrad ist vorhanden. Lässt sich auch bewegen. Armaturenhammer, kommen wir gleich zur Funktionalität dazu. Machen wir mal einen Soundcheck. Sagen, hört sich auf jeden Fall schon mal vom Klangbild her gut an, ob original oder nicht original, das ist euch in dem Fall komplett überlassen. Spiegel sind vorhanden, also in den Spiegeln kann man auch was sehen, wenn teilweise auch noch schwierig, weil ein Bild zu hell, aber man kann was sehen. Funktionalität, man sieht schon hier, aha, unser Mannequin, der bremst, auch wenn das nur, ja, sagen wir mal, angedeutet ist, denn sein Fuß legt da nicht drauf, aber die Pedale gehen trotzdem nach unten. Ja, so eine halbwegs so Umsetzung, sagen wir es mal so. Aber ihr seht, wenn man hier rückwärts fährt, der Hebel wird umgelegt, wenn auch ein bisschen zu langsam. Muss man auch dazu gestehen. Aber es wird wenigstens sehr bewegt. Das ist also auch schon mal animiert. Schöne Sache. Die Armaturen hier vorne sind auch mit animiert. Kann man aber leider auch nicht so wirklich erkennen, was da alles angezeigt wird. Ich glaube, das eine könnte
RPM sein, das andere dann dementsprechend die kmh. Thema Blinker. Die sind vorhanden. Ich muss mal hier so ein Bild, dass ihr das seht. Selbst wenn ich ja links blinke, ist vorne mit animiert. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Gehen auch hinten, so wie hier vorne, ist alles mit da. Wenn wir dann das Ganze mal hier in die Nacht schalten, bam, seht ihr auch nochmal hier deutlich. Ja, dazu kommen wir gleich, das ist nämlich ein kleiner Fehler. Wenn ich Licht anmache, sind die Armaturen auch oder werden auch mit beleuchtet, was eine schöne Sache ist. Ansonsten haben wir eben normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht. Dann geht vorne das Arbeitslicht aus irgendeinem Grund aus, obwohl die Lichtquelle noch da ist, und hinten bleibt es an und dann geht es wieder mit an. Gute Frage. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Also einmal dahingestellt. Ansonsten Rundumleuchte ist da. Reflektiert in diesem Fall auch. Ansonsten ist schon mal eine gute Umsetzung, was das Ganze hier bei Nacht angeht. Wenn wir das Ganze jetzt mal wieder am Tag stellen, ihr habt es gerade gesehen, wenn wir hier stehen und ich lenke ein, rutscht der Traktor auf der Stelle. Langsam, aber sicher rutscht er bis zu einem gewissen Grad, dann bleibt er wieder rumstehen. Aber er rutscht aus irgendeinem Grund auf der Stelle weg. Warum das so ist, sei mal dahingestellt, aber das müsste man auf jeden Fall nochmal sich genauer anschauen. Thema Lok gibt es leider auch ein Problem. Und zwar drei Errors, ne, vier Errors, fünf sogar, oder sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, ne, fünf Errors. Einmal wegen Ressourcenladen fehlgeschlagen, XML fehlgeschlagen und drei PNGs Bilder, die da drinnen nicht zu suchen haben, weil DDS-Format. Das müsste auf jeden Fall auch noch gefixt werden. Aber so, kurz und knapp gesagt, an sich ein schöner Ursus für alle Ostblock-Freunde. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, würde ich sagen. Aber da müsste mal eventuell die Lokfehler müssen noch beseitigt werden. Das ist ja allgemein immer so. Wäre schön, wenn die Dinger lokfehlerfrei wären. Und eventuell an der Lichtquelle nochmal gucken, was da Phase ist. So, in dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Der Rest ist alles in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Bis zum nächsten Video. Tschüdelü.